Hi Leute, willkommen zum neuen Carpoint Video. Diesmal geht es um Boilies, um Sommerboilies, um meine Sommerboilies. Ich nutze ja eigentlich keine bestimmte Marke. Es gibt Angler, die nutzen nur Boilies von einer bestimmten Marke. Ich bin da nicht so, ich bin da eher aufgeschlossen. Ich probiere eigentlich quer durch die Bank alles Mögliche aus. Aber es gibt einen Hersteller, den ich ganz gerne im Sommer nutze, und das ist Steg. Aber dazu gleich. Ich verwende eigentlich auch Boilies von Nash, zum Beispiel Nash Baits. Was ich dann noch sehr gerne verwende, ist zum Beispiel Carpzoom. Das ist ein sehr günstiger Hersteller aus Ungarn und hat aber sehr gute, verdammt gute Boilies. Hier habe ich zum Beispiel Wurst, Chili und Robin Red Gemisch. Das sind 16er Boilies. Die gibt es auch in 20er Größe und die sind verdammt fängig. Aber von Carpzoom kann ich eigentlich alle Boilies empfehlen, die sind alle sehr gut, aber das sind wiederum gekochte Boilies. Und ja, es gibt einen Hersteller, der sehr gute, verdammt gute lösliche Boilies macht, ebenfalls ein ungarischer Hersteller, und das ist der Hersteller Steg Produkt. Und ja, da gibt es wirklich eine komplette Range von löslichen Boilies, von gekochten Boilies, also von haltbaren Boilies. Und ja, die gekochten verwende ich, beziehungsweise die löslichen verwende ich sehr gern. Und dann gibt es auch ebenfalls noch Pop-Ups. Hier habe ich zum Beispiel jetzt zwei in 16 mm Größe. Das eine ist Buttersäure mit Muschel und das andere ist Wurst. Und die sind sehr gut, und die Wurst-Geschmack, die passt genau zu der Range, die ich hier auch verwende, obwohl ich natürlich auch mehrere verwende. Hier habe ich zum Beispiel zwei Packungen von den löslichen im Geschmack Wurst. Das sind eigentlich auch die fängigsten, die ich bisher jetzt von dieser Firma genutzt habe. Die löslichen Boilies sind alle in 24 mm. Hört sich jetzt etwas groß an, aber ich sage euch, auch die kleineren 5 Kilo und auch drunter Karpfen können die 24 mm aufnehmen. Wenn ich wirklich auf große Karpfen gehe, dann verwende ich sogar zwei, manchmal sogar drei von den 24 mm Boilies am Haar. Und da gibt es in dieser Geschmacksrichtung auch noch Pellets. Hier habe ich zwei Säckchen Pellets. Eines ist schon geöffnet. Das ist jetzt 8 mm. Die gibt es auch kleiner und größer. Sind ebenfalls löslich, sehr gut zum Anfüttern. Aber der Vorteil bei den löslichen Boilies ist, dass man die auch sehr gut zum Füttern nehmen kann. Die Löszeit im Wasser beträgt von 40 Minuten bis 6 Stunden, kommt natürlich immer auf die Temperatur des Wassers an. Wenn das Gewässer kälter ist, dann braucht es natürlich entsprechend länger, bis sich so ein Boilie auflöst. Im Hochsommer bei ziemlich warmen Gewässern hält es ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden kommt man da über die Runde. Und da gibt es auch noch Scopex, habe ich hier. Scopex von den löslichen. Dann habe ich hier Erdbeer. Dann habe ich hier auch noch ein paar von Knoblauch. Hier ist noch die Vögel zwitschern hier im Garten bei uns. Hier habe ich noch ein paar vom Geschmack Wurst. Also ziemliche Kugeln. Ja,
Dazu gibt es dann auch noch ganz neu in dieser löslichen und gekochten Range Sweet Spicy, also süße Gewürze, obwohl von der Würzung her ist es ungefähr so wie das nach Wurstgeschmack. Aber verdammt stark. Also wenn man instant angeln möchte, dann kann ich diese löslichen Boilies, die ganze Range von diesen löslichen Boilies empfehlen. Und dazu gibt es hier auch zum Beispiel jetzt von jeder einzelnen, bis auf die Wurst, gibt es auch gekochte. Hier habe ich jetzt 20 mm, gibt es auch in 16 mm. Das sind haltbare Boilies. Das ist jetzt ebenfalls Sweet Spicy, also süße Gewürze. Und dann dazu gibt es auch so ein Smoke Spray. Das ist verdammt intensiv, also wenn man zum Beispiel Partikelmix zum Anfüttern vorbereitet, sprüht man damit 10-15 Sprüher auf 1 Kilo, 1,5 Kilo Partikelmix und hat damit wirklich ein sehr attraktives Lockmittel für die Fische. Das ist ebenfalls Sweet Spicy, was ich hier jetzt in diesem Spray habe. Dann gibt es solche Attraktoren, also Liquids. Hier habe ich zum Beispiel Krill Liquid von Steg. Dann habe ich hier Robin Red Liquid. Das sind richtig dickflüssige Dinger, aber die haben so einen Geschmack, so einen starken, intensiven Geschmack, dass da eigentlich ein kleiner Spritzer für 1 Kilo Partikelmix vollkommen ausreicht davon. Dann gibt es hier auch noch Sweet Energy. Hier habe ich jetzt passend zu den löslichen Scopex Boilies, habe ich hier Pfirsich Scopex Geschmack. Das ist auch richtig dickflüssig. Und ja, je nachdem, welchen Geschmack man angeln möchte, kann man entsprechend auch die Liquids bestellen. Und ja, hier die Pop-Ups, zum Beispiel hier das Buttersäure Muschel und dann hier passend zur löslichen Range Wurstgeschmack gibt es hier ebenfalls nochmal die Pop-Ups in Wurstgeschmack und auch die haben schon alleine für sich so einen intensiven Geruch und die machen, das sind nämlich Pop-Up Smoke Balls, die machen so eine richtige Wolke unter Wasser und in Verbindung mit dem Smoke Spray und Partikel oder eben auch die Boilies, wenn man die zum Beispiel jetzt füttert, das sind jetzt wieder die löslichen Sweet Spicy, wenn man da im Kübel schon ein paar solche 24er Boilies mit dem Spray vorbereitet, circa 10 Minuten, Viertelstunde einweichen lässt und dann damit anfüttert, da kommen richtig die großen fetten Karpfen. So, also der Hersteller Steg Products, wir sagen hier in Ungarn Steg, hat wirklich extrem gute, mit den löslichen Boilies, extrem gute Boilies auf den Markt geworfen. Sollte eigentlich jetzt auch schon in Deutschland zu finden sein. In besser ausgestatteten Angelshops wird man Steg Produkte auf jeden Fall auch finden. Wenn nicht, einfach auf die Seite stegprodukt.hu gehen und dort findet man die ganze Produktpalette von der Firma Steg, aber auch andere Produkte, wie eben zum Beispiel auch Produkte von Carpzoom, ebenfalls einen ungarischen Hersteller, für viele in Deutschland ebenfalls unbekannt, genauso wie Steg. Und auf meiner Webseite, schaut euch die Webseite an, es ist auf meinem YouTube-Kanal verlinkt, in der Ecke ist meine Webseite verlinkt. Dort findet ihr unter Boilies und Futter viele Produkte von der Firma Carpzoom, die man über Amazon auch bestellen kann. Und probiert einfach mal
die Produkte aus. Die sind wirklich sehr fängig und ja, zu einem günstigen Preis, was ebenfalls wichtig ist, denn ja, von bekannten Herstellern, also zum Beispiel die Boilies von Nash, sind da weit teurer als zum Beispiel die Boilies von Carbzoom. Und ja, eigentlich bessere Ergebnisse habe ich bis jetzt mit Carbzoom erzielt als mit Nash. Möchte aber natürlich Nash nicht schlecht reden. Zum Beispiel die ganze Citrus Range mit Boilies, Pop-Ups, Liquid und die Pellets verwende ich ebenfalls sehr gerne. Damit habe ich auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber im Sommer nehme ich lieber lösliche Boilies und da gehe ich auch so vor, dass ich tagsüber, denn ich lege meine Routen nicht aus, sondern werfe, und da werfe ich halt eben alle 1,5-2 Stunden neu. Und erst am Abend, wenn ich eine Session mache, wo ich wirklich am Gewässer schlaf, dann tue ich am Abend dann die haltbaren Boilies drauf, denn auch wenn da kein Biss am Abend erfolgt, die halten locker bis in der Früh oder sogar bis nächsten Abend, und ja, da braucht man dann nicht immer wieder neu werfen. Und ja, wie gesagt, tagsüber nehme ich dann die löslichen, weil eben die Lockwirkung viel größer ist, viel besser ist bei den löslichen Boilies, und damit kann man auch sehr zielgerichtet anfüttern. Und ja, diese Boilies, dadurch, dass sie sich schnell im Wasser auflösen, reizen sie die Fische auch ziemlich schnell auf den Platz, wo man angelt, und da hat man auch beim Instant-Angeln einen, ja, Erfolg. So, ich hoffe, das kleine Video mit den Infos hat euch gefallen über einige der Stegprodukte, die ich im Sommer nutze, und jetzt kommt bald wieder die wärmere Jahreszeit, auch wenn es jetzt derzeit nicht so ausschaut, weil es hier gleich zu einem Gewitter kommen wird, deshalb werde ich mich auch beeilen. Ja, im Sommer, wie gesagt, nehme ich die Stegprodukte. Ich werde euch versuchen, einige Produkte aufzutreiben, die ich verlinken kann oder auch auf meiner Webseite einfügen kann. Mal sehen, ob ich da Erfolg habe. So, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut doch auch meine Webseite an, dort findet ihr die Berichte auch über meine Angeltouren, über meine Fänge und so weiter. Und ja, wir sehen uns im nächsten Carpoint-Video.